So, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Eine neue Videoreihe startet. Ich weiß, ich sehe lustig aus mit meinem Haarreif. Ich will mit euch Produkte testen, denn ich habe sehr viele Produkte, die ich noch nicht getestet habe und ich habe mir gedacht, ich zeige euch zwar mal die Produkte, aber ihr wisst gar nicht, ob sie mir gefallen oder nicht, dass ich sie mit euch jetzt einfach teste. Ich habe hier neben meinem Tisch wirklich so eine riesen Box, wo ich lauter Produkte drin habe, die ich noch nicht getestet habe und ich versuche jetzt mindestens einmal im Monat ein Testvideo zu machen. Ob es jetzt auf eine Marke beschränkt ist, kommt immer darauf an, ob ich genug Produkte von dieser Marke habe oder nicht. Genau, und von dieser Marke, die ich heute mache, habe ich auf jeden Fall genug und zwar geht es um NARS. Ich hatte ja eine NARS-Box bestellt und die meisten Produkte da drin habe ich echt noch nicht getestet. Und jetzt habe ich gesagt, wird es mal Zeit. Also ich glaube, Benefit wird auch mal drankommen, da habe ich auch eindeutig genug. Aber es kann natürlich auch sein, dass in den Testvideos einfach unterschiedliche Produkte drankommen, weil ich habe von jeder Marke nicht so viel. Vor allem, wenn es jetzt von der Glossy-Box oder Look-Fantastic-Box ist, das sind sehr unterschiedliche Marken. Und da will ich euch jetzt mitnehmen. Ich mache jetzt bloß jetzt meine Base. Da braucht ihr nicht zu gucken, denn ja, das ist, da verwende ich einfach meine normalen Schminkbox-Produkte. Einmal diesen Primer, einmal die All I Need Palette von Essence als Color Corrector, einmal den Concealer von Rival de Lupiang, den liebe ich, die Fit Me Foundation in der Farbe 102, einmal den Kryolan Eyeshadow Base, also die Eyeshadow Base, und dann verwende ich danach noch, aber das werdet ihr dann sehen, dieses Puder von Lily & Lolo verwende ich gerade, weil Puder habe ich auch nicht von NARS. Ich habe halt wirklich nur diese paar Produkte, und zwar einmal den Laguna Bronzer, glaube ich, ist es, dann einmal den Orgasm Blush, einmal die Climax Mascara, ganz wichtig, den Highlighter, deswegen werdet ihr das Puder sehen, weil das ein Stick-Highlighter ist und sonst man soll nie cremige Produkte über Puder auftragen. Und dann einmal die Palette. Weiß nicht, ob die eine Farbe hat. Mojave, Mojave, keine Ahnung. Genau. Aber wir sehen uns jetzt gleich, wenn ich die Base drauf habe. So, so sehe ich nun aus. Die Base ist fertig. Genau. Und ich glaube, passt einigermaßen. Ein bisschen muss ich es noch verstreichen, aber ist okay. Also ich habe das Gefühl, dass tatsächlich die Fit Me Foundation ein bisschen zu hell für mich ist. Ich habe noch nie eine Foundation gehabt, die zu hell für mich ist. Ja, aber jetzt kommen wir zu den Produkten, die mich am meisten interessieren. Und zwar zu den NARS-Produkten. Anfangen tue ich mit dem Highlighter. Normalerweise fange ich immer mit Bronzer, Blush und dann Highlighter an. Aber bei einem Creme-Highlighter muss ich natürlich zuerst mit dem Creme-Highlighter anfangen und dann die Puderprodukte drüber geben. Genau, ich tupfe die jetzt so ein bisschen auf die Wangen. Ich hoffe, ich bekomme das einigermaßen hin. Oder vielleicht mache ich das auf den Finger. Irgendwie sehe ich jetzt noch nicht so viel. Okay, es ist ein sehr dezenter Highlighter. Also ich weiß nicht, es ist jetzt auch relativ hell draußen. Man sieht es meistens besser, wenn es hier dunkel ist und ich das Licht anhabe. Aber ich glaube, der ist schon sehr leicht. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ich finde... Ja, mein Gesicht leuchtet an sich. Also ich sehe ja doch ein bisschen, wenn ich mich in die Sonne drehe, sieht man tatsächlich schon was. Aber ich finde auf jeden Fall, dass es ein sehr dezenter Highlighter ist. Ist auch mal schön, muss ja nicht immer so auffällig sein. Der schimmert halt schön. Also er glitzert nicht, sondern er schimmert. Ich hatte bis jetzt immer überwiegend glitzernde Highlighter, aber der schimmert wirklich sehr, sehr schön. Also muss ich sagen, gefällt mir, ist vielleicht nicht für jeden was. Ich bin normalerweise stärkere Highlighter gewohnt, aber einfach mal so einen schimmernden Highlighter finde ich auch nicht schlecht. Ganz normaler schimmernder Highlighter. Ja, warum auch nicht? Also jeder, der wo ein bisschen einen dezenteren Highlighter will, den kann ich den auf jeden Fall empfehlen, weil er wirklich einen sehr schönen, dezenten Schimmer hat. Nein, ich muss sagen, der gefällt mir sehr gut. Es sieht nicht wirklich nicht glitzernd aus, es ist wie wenn ich... Wie so ein Dewy-Stick ein bisschen. Gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Dann haben wir als nächstes den Blush. Obwohl, nein, ich glaube, ich mache doch trotzdem lieber erst den Bronzer. Und zwar mit dem Laguna Bronzer. So sieht das Ganze aus. Ah ja, und der Highlighter, das war die Farbe Copacabana. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Dann gucken wir mal, wie der Bronzer ist. Der soll ja auch echt gut sein. Da ist sogar ein Minispiegel drin, obwohl ich da jetzt nicht wirklich viel sehe. Deswegen nehme ich meinen MAC-Spiegel. Ich hoffe immer, dass ich euch die Kamera nicht verdecke. Aber wenn ich meinen Lieblingspinsel für Bronzer, das ist der von The Edge Cosmetics aus dem Pinselset. Ich liebe ihn. Also ich muss sagen, ich sehe tatsächlich besser die Sachen bzw. die Farbe, wenn ich das Licht aus, also wenn nicht so viel Licht hier drin ist. Aber finde ich jetzt auch nicht schlecht. Gefällt mir auch. Ich muss sagen, der ist ein bisschen wärmer. Ich gebe den auch auf die Stirn und etwas hier unten hin. Ich muss sagen, er ist schon sehr warm. Also ich muss jetzt immer hier an die Seite gucken, weil da sehe ich es besser. Er ist schon sehr, sehr warm. Aber ich finde nicht schlecht. Jawohl, ich hatte schon wärmere. Sagen wir es mal so.
Ich finde ihn jetzt nicht schlecht, aber es ist auf jeden Fall nicht mein Lieblingsbronzer. Auch wenn so viele darauf schwören. Ich muss sagen, dass ich zum Beispiel meinen Butterbronzer besser finde. Aber er ist nicht schlecht. Den kann man auf jeden Fall gut verwenden. Dann verwenden wir jetzt den Blush. Da bin ich schon mega gespannt drauf. Das ist der Orgasm Blush. Und der hat so ein bisschen Schimmer drin. Das gefällt mir so gut. Ich liebe es, wenn Blush Schimmer mit drin hat. Schimmer Blush ist mega. So, und kommt auf jeden Fall viel Farbe auf den Pinsel. Ja, okay. Da müsst ihr aufpassen, dass nicht gleich zu viel drauf kommt. Ah, das war jetzt etwas zu viel. Etwas zu viel. Ich mag ja nicht overblushed sein. Nicht, dass ich danach aussehe wie ein Papagei. Ah, ich glaube, auf der rechten Seite war es jetzt fast ein bisschen viel. Jawohl, es geht. Also der, glaube ich, hat da hinten jetzt ein bisschen zu viel draufgebracht. Sieht da hinten so viel aus und dann in der Mitte gar nichts und vorne wieder so viel. Ja, nö, aber der gefällt mir. Lässt sich super auftragen, da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, dass ihr nicht gleich zu viel verwendet. Der ist nämlich sehr gut pigmentiert. Sehr gut pigmentiert und da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Aber wer Schimmerblush mag, den kann ich den auf jeden Fall empfehlen. Also ich muss sagen, dass tatsächlich der Highlighter bis jetzt mein Lieblingsprodukt ist. Danach kommt der Blush und dann der Bronzer. Und dann gucken wir weiter. Ja, mit dem Gesicht sind wir jetzt soweit fertig. Ich pudere es schnell ab mit dem Lili Lolo Puder und dann machen wir mit den Augen weiter. So, und nun kommen wir zu dieser wunderschönen Lidschattenpalette. So sieht die ganze aus. Das ist die Mojave, habe ich ja schon gesagt, oder Mojave, wie auch immer man das ausspricht. Und das ist diese wunderschöne Palette. Ja, es wird jetzt ein dezenter Look. Sind natürlich Alltagsfarben, aber finde ich jetzt nicht schlimm. Es ist auf jeden Fall ein großer Spiegel dabei. Und da verwende ich jetzt erstmal meinen Blender Brush und tue den, ja genau, dann gebe hier den braunen Ton in die Crease. Also auf den ersten Blick lassen sie die wahnsinnig gut verblenden. Also normalerweise brauche ich immer da ein paar Pinselstriche, bis der richtig verblendet ist. Und er ist richtig gut pigmentiert. Da kann man sich nicht beschweren. Der gefällt mir sehr gut. Würde mir jetzt alleine mit dem Ton tatsächlich schon gefallen fast. Aber ich muss ihn noch ein bisschen besser verblenden. Der ist sehr, sehr schön. Ja, ich hatte gerade ein bisschen Problem, weil das sich der Eyeshadow Primer, wenn man zu lang braucht, in die Falten setzt. Also ich muss sagen, der ist sehr schön. Ich glaube, ich muss mir von aus mehr Eyeshadows zulegen. Es kommt halt direkt auch Farbe aufs Auge. Also normalerweise so Brauntöne habe ich schon einige. Da muss man so viel Produkt drauf bringen. Und es ist richtig nervig, wenn man da 10-mal ins Pfännchen gehen muss, damit man endlich ein schönes Braun aufgebaut hat. Und ich will ja, dass es ein bisschen dunkler ist und nicht so hell. Gefällt mir sehr gut. Also der Braunton ist schon mal mega. Jetzt würde ich sagen, geben wir auf das ganze bewegliche Lid hier den goldenen Ton. Das mache ich aber mit dem Finger, weil da einfach die Farbe meistens besser rauskommt. Der ist schon sehr dunkel. Also der wirkt, der ist tatsächlich dunkler, als er in dem Pfändchen jetzt wirkt. Könnt ihr das sehen? Ich habe mir den jetzt heller vorgestellt. Brauche ich auf jeden Fall noch einen Highlight-Ton drüber. Er ist natürlich heller als das andere Braun, aber ich habe mir den jetzt tatsächlich heller vorgestellt. Brauche ich unbedingt noch einen hellen Ton drüber, weil sonst sieht das sehr eintöniger aus. Wenn man noch nicht viel Unterschied sieht. Genau, verblenden. Oh, ist ein schöner Ton. Also an sich ist es ein schöner Ton. Ich würde den jetzt aber eher auch für die Crease verwenden, wenn ich den dunklen Braun nicht verwende. Jetzt geben wir diesen wunderschönen Glitzertopper drüber. Ich hoffe, ihr seht was. Es ist immer so schwierig, dass man das Produkt nicht direkt vor die Linse hält, weil ich halt auch null sehe ohne Brille. Und da brauche ich immer den Spiegel direkt vor meiner Fresse, also vor meinem Gesicht, damit ich was sehe. Das ist echt nervig. Ich muss mir jetzt dann echt Kontaktlinsen zulegen. So. Also ich muss sagen, der Glitzerton wirkt tatsächlich im Pfändchen auch wieder ein bisschen krasser, als er dann wirklich auf dem Auge wirkt. Das ist aber vielleicht jetzt auch bloß so, weil ich den anderen Ton drunter habe. Aber an sich ist es ein wirklich schöner Ton. Ein wirklich, wirklich schöner Ton und passt auf jeden Fall mit den anderen Farben zusammen. Zum Schluss verwende ich jetzt noch diesen hellen Ton und gebe ihn vorn eben in den Augenwinkel. Das mache ich jetzt auch wieder mit dem Finger. Das ist so ein bisschen Schimmerton. Aber ich muss sagen, der ist jetzt gar nicht so gut pigmentiert. Vielleicht soll er auch einfach als Base für die Augen sein und nicht als Schimmerton vorne. Aber ich verwende ihn jetzt trotzdem. Also ich glaube, dass der als Base-Ton tatsächlich besser ist. Den sieht man jetzt tatsächlich nicht so. Also ich würde jetzt den eher als Base verwenden.
den in der Crease und den dann einfach alleine ohne den. Oder nur den mit dem zusammen. Nö, aber ist jetzt kein schlechter Augenlook. Ist ein sehr natürlicher Augenlook geworden, der jetzt nicht gerade so glänzt. Obwohl ich Glitzer liebe. Bei mir muss der Augenlook immer glitzern. Jetzt machen wir natürlich noch den unteren Wimperkranz. Dann nehme ich den Pinsel von Ebelin. Diesen Spitzenpinsel, den liebe ich. Da gehe ich auch nochmal vorne in den inneren Augenwinkel. Gebe den hellen Ton auf. Jetzt gebe ich den glitzernden in die Mitte vom unteren Wimperkranz. Zieht ihr da auch immer so eine Schnute? Genauso wie beim Wimperntuschen, da ziehe ich auch immer so eine Schnute. Da werdet ihr dann auch noch sehen. Den mag ich schon sehr gerne, aber er ist tatsächlich wirklich sehr dunkel. Ich habe mir den, also der sieht heller im Pfändchen aus. Das finde ich ein bisschen doof, weil ich eigentlich fast keinen richtig hellen Ton hier drin habe. Schade. Sieht echt lustig aus, glaube ich. Werde ich dann beim Schneiden ja dann sehen. Ja, also es ist jetzt ein sehr dunkler Look geworden. Eigentlich mag ich so dunkle Looks nicht so gerne, aber okay. Ich finde ihn trotzdem schön. Ist mal was Neues für mich, weil ich tatsächlich normalerweise hellere Augen-Eyeshadows habe. Aber es ist jetzt nicht hässlich, auf jeden Fall. Aber mir geht halt so ein richtig heller Ton in der Palette ab, muss ich tatsächlich sagen. Es ist eine super schöne Zusammenstellung, aber so ein richtig heller Ton geht mir einfach hier ab. Aber es ist trotzdem ein schöner Look. Tolle Palette, aber da werde ich mir wahrscheinlich einen hellen Ton dann noch dazu tun, obwohl der andere echt hell aussieht. So, und dann kommen wir zur Mascara. Zuerst verwende ich meine Wimpernzange. Brauche ich jetzt unbedingt auch mal eine neue, weil das Kissen da schon nicht mehr so gut ist. Und ich glaube, bei den Ebelin kann man keine Kissen nachkaufen. Aber ich habe noch eine drüben, wo Ersatzkissen dabei sind. So, wir kommen jetzt zur Climax Mascara. Die sieht auf jeden Fall schon mega geil aus und hat ein, ich glaube, es ist ein Gummibürstchen. Gummibürstchen, das etwas weiter auseinander geht. Sieht auf jeden Fall mega toll aus. Ist es ein sehr? Ja, okay, es ist ein mittleres Bürstchen. Es gibt kleinere, es gibt größere. Und dann gucken wir, wie die ist. Ich muss dazugeben, dass mir die Mascaras meistens erst wirklich gut gefallen, wenn sie ein bisschen angetrocknet sind. Weil sie dann einfach viel mehr, ja, man bringt viel mehr rauf und es bringt viel mehr, weil sie sich schöner formen lassen, die Wimpern. Am Anfang ist es meistens so, dass sie noch, wenn sie zu flüssig ist, einfach, ja, nicht so gut formen. Und hier ist wieder mein Gesicht. Ja, das ist jetzt die erste Schicht. Man sieht tatsächlich noch nicht so viel. Aber wie gesagt, es wird wahrscheinlich besser, wenn ich die ein bisschen trocknen lasse. Ich gebe jetzt die zweite Schicht drüber. Jetzt wird es auch schon besser. Aber ich muss sagen, die bringt tatsächlich nicht so viel Produkt auf die Wimpern. Sehr wenig. Und sie trennt auf jeden Fall die Wimpern schön. Macht auf jeden Fall die Wimpern sehr schön lang. Dünn sehen sie aus. Sie sehen auf jeden Fall nicht wie Spinnenbeine aus, sondern die macht die trennt die super. Also wer unbedingt eine Mascara haben will, der die Wimpern trennt, den kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Wer so auf die Spinnenbeine steht, für den ist die Mascara auf jeden Fall nichts. Und wer auf Volumen steht, also ich finde, Volumen bringt die nicht. Aber dafür, finde ich, bringt sie schon lange Wimpern. Ja, so lasse ich es jetzt. Ich muss sagen, meine Benefit Mascara ist gerade besser, aber die ist jetzt auch schon ein bisschen angetrocknet. Ich glaube, wie gesagt, dass die vielleicht auch noch besser ist. Also ich finde, man kann sich mit derer Mascara auf jeden Fall nicht übertuschen. Das funktioniert mit der Mascara nicht. Aber ich finde sie nicht schlecht. Ich finde sie auf jeden Fall nicht schlecht. Sie macht sehr, sehr lange Wimpern, finde ich. Also sehr, sehr lang. Sie macht auf jeden Fall längere Wimpern. Und trennt sie super schön. Aber wer wirklich auf massig Volumen steht und auf diese Spinnenbeine, für den ist die Mascara wahrscheinlich nichts. So, ich mache jetzt noch meine Augenbrauen fertig und dann sehen wir uns gleich wieder zu meinem Fazit. So, Augenbrauen sind fertig. Da wollte ich euch natürlich auch noch die Produkte zeigen. Ich habe mal einmal dieses Eyebrow Gel von Essence verwendet in der Farbe 01 Brown. Dazu mit dem passenden Augenbrauenpinsel von Essence. Und von Art Deco dieses Clear Lash and Brow Gel. Das sieht schon sehr abgenutzt aus. Das habe ich schon öfters verwendet. Jetzt ist aber auch echt gut. Gefällt mir sehr gut. Und jetzt kommen wir zum Fazit. Also ich drehe mich mal ein bisschen ins Licht. Dann seht ihr es vielleicht. Okay, nein, das ist zu viel Licht. Es ist zu viel Licht. Machen wir es lieber von da. Also ich hoffe, ihr seht es ein bisschen, den ganzen Look. Er ist dezent. Ja, okay, eigentlich nicht dezent. Ich finde, den Blush, den sieht man schon sehr. Beim Blush habe ich es, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Ja, was kann ich sagen? Mein Favoritenprodukt ist, je länger ich den trage, der Highlighter tatsächlich. Ich liebe ihn. Der scheint so schön. Ich kann euch das nicht erklären. Ich hoffe, ihr seht es ein bisschen so wie ich. Aber je länger ich den trage, desto besser gefällt er mir. Also den kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Der schimmert sehr schön und nicht zu stark. So, als zweites Produkt würde ich sagen, ist mein Lieblingsprodukt der Orgasm Blush.
ich liebe Schimmerblush und der ist echt schön, obwohl ich es tatsächlich ein bisschen übertrieben habe. Also wie gesagt, aufpassen, wie ihr den verwendet. Dann würde ich sagen, als dritter Favorit ist auf jeden Fall die NARS Eyeshadow Palette. Auch wenn es dunklere Farben sind, wenn ich jetzt einen hellen dazu tue, sind es auf jeden Fall wunderbare Farben. Sie sind super pigmentiert, sie sind super leicht zu verblenden und wenn ich mir einen hellen Ton noch dazu tue, ja, eigentlich sieht es so auch schön aus, aber ich brauche immer noch so einen Bam-Ton, der wohl so richtig hell raussticht und den hat der leider nicht, aber an sich, wer so einen richtig schönen, neutralen, dunklen Look will, den kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Als dritter Favorit ist auf jeden Fall der Laguna Bronzer. Hat eine schöne Farbe, ist aber für mich fast ein bisschen zu rotstichig, aber lässt sich auch super leicht auftrocknen, super leicht verblenden, deswegen kann ich da auf jeden Fall nicht sagen. Ist halt jetzt nicht mein Favoriten-Bronzer, muss ich ehrlich zugeben, aber er ist nicht schlecht. Und als letztes gefällt mir einfach, weil sie noch nicht so gut ist. Vielleicht wird sie besser, wenn sie ein bisschen trocknet. Ich mag es halt auch ein bisschen voluminöser tatsächlich. Für mich hat sie tatsächlich jetzt am Anfang ein bisschen zu wenig gemacht. Aber wie gesagt, vielleicht liegt es einfach nur, weil sie neu daran, dass sie neu ist. Die Mascara macht aber an sich schöne Wimpern. Also wer längere Wimpern will, die sehr, sehr gut getrennt werden, dann kann ich die auf jeden Fall empfehlen. Ich mag es aber eher, wenn ich ein bisschen Volumen habe. Das war's jetzt mit dem NARS-Video. Wie gesagt, ich habe jetzt noch einiges, was ich euch noch zeigen will. Das ist hier unten in meiner Box und die Box, die ist wirklich riesig. Und ich versuche jetzt jeden Monat eben ein neues Update-Video. Ich muss jetzt unbedingt meine Brille aufsetzen, weil ich nichts sehe. Ich versuche jetzt jeden Monat wirklich ein Schminktest-Video online zu bringen, wo ich euch da meine neuen Produkte zeigen kann, denn ich habe die jetzt alle hier drin, weil sie einfach noch nicht gelistet sind auf meiner Liste. Und da können sie natürlich auch nicht in die Schminkbox, wenn sie nicht gelistet sind, aber ich habe mir gedacht, eins habe ich noch vergessen. Den da! Den habe ich tatsächlich schon verwendet. Ich liebe ihn, das kann ich euch gleich sagen. Ich brauche natürlich noch ein Lippenprodukt. Ohne Lippenprodukt geht's nicht. Genau, das trocken wir jetzt noch auf. Meine Lippen sind leider sehr trocken, deswegen... Also ich muss sagen, dass das fast mein Lieblingsprodukt ist, weil den verwende ich schon tatsächlich sehr, sehr lange. Ich muss dazu sagen, trotzdem, dass das ein Lipgloss im Endeffekt ist, also es ist kein matter Lipstick, auf jeden Fall nicht, verwechselt es nicht. Es ist eher so ein Lipgloss, er trocknet die Lippen überhaupt nicht aus, hat einen wunderschönen Schein, lässt sich super auftrocknen, der Duft ist auch mega und trotzdem, dass es ein Lipgloss ist, finde ich, ist der super, super deckend. Also ich liebe den, deswegen steht er jetzt auch hier oben, den habe ich gleich hier oben gelassen. Der gefällt mir so gut. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen sehen. Durch meine getrockneten Lippen, da fallen ein bisschen noch die Haut, ja, die Hautschüppchen aus, die ein bisschen rausstehen. Aber ich finde, also der pflegt super. Wer jetzt wirklich trockene Lippen hat und Farbe drauf will, dem kann ich den auf jeden Fall empfehlen. So, aber jetzt haben wir es mit dem NARS-Produkt. Wie gesagt, ich versuche das jetzt jeden Monat zu machen. Vielleicht mache ich es nächste Mal mit Benefit-Produkten, aber wie gesagt, es muss nicht eine Marke sein, es können auch unterschiedliche Produkte sein. Ich hoffe jetzt auf jeden Fall, dass ich euch ein bisschen weiterhelfen konnte, wenn ihr NARS-Produkte euch zulegen wollt. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Hoffe, euch gefällt mein Look. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, ob er schön geworden ist und was euch so von den Produkten gefällt. Ihr könnt mir natürlich auch sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen und wenn ihr wollt, könnt ihr mich natürlich auch kostenlos abonnieren. Entweder auf dem Abonnieren-Button hier unten bei meinem Kanal oder an der Seite, wo jetzt da mein Gesicht erscheint. Dann hoffe ich, dass ich mal die Produkte ein bisschen schneller teste. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.